Hey guys, ich bin jetzt hier und spiele mein erstes Let's Play. Ja genau, Zeiten von Corona habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal wieder ein bisschen daddeln. Ich habe mir, mein Computer ist leider nicht der beste, deswegen habe ich gedacht, ich schaue mir nochmal an, was es auf jetzt Spielen meiner eigentlichen Lieblingsspieleseite so zu tun gibt. Und wollte Fireplay spielen, Fireplay 2, mein absolutes Favorite Game eigentlich, zumindest in den jungen Jahren. War ich mal ganz großer Crack drinne. Habe ich mich da immer mit meinen Freunden gebettelt. Hatten wir kleine LAN-Partys. Jetzt habe ich gedacht, ups, hier muss ich mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ja, genau, rein. Wie ziehe ich dich da rein? Inventor. History. Rein, ja, okay, plus Feuer. Now type a slot in the character to equip them. Ja, was mache ich doch? Ja, okay, ah ja, okay, cool. Fragezeichen, was auch immer, ja. Genau, Fireplay 2 braucht allerdings den Adobe Flash Player, den ich jetzt nicht mehr habe, was auch nicht mehr State of the Art ist. Deswegen habe ich gedacht, schaue ich mir mal Bomberman an. Eigentlich auch ähnliches Spielprinzip, jetzt aber mit Kampagnen, nicht immer nur 1 gegen 1, sondern ein bisschen aufregender. Power-Ups, was kann ich denn hier machen? Ich spiel einfach mal los, würde ich sagen, ne? Und probier's einfach mal. Spiel recht simpel, mit A schmeiß ich Bomben, mit Select Helpers, Go ohne Helpers. So, great job, find the escape. Mit A Bombe, Pfeiltasten, normales, ja, also nicht ASDF, WASDF, was ist das? WASD, läuft mir hier nicht, sondern mit den Pfeiltasten eigentlich ganz klassisch. Dafür sind die ja auch irgendwie da, ne? Naja, hier die, ich weiß nicht, ob ihr vertraut seid mit dem Spiel, die Totenköpfe machen eindeutig schneller und das ist ein bisschen, ja, ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Deswegen schaue ich, dass ich die einfach auch gleich wegbombe. Ups, und aus dem Weg. Zack, sind sie weg. Und damit auch keine Gefahr mehr für mich. Ich will natürlich schauen, dass ich hier die ganzen kleinen Monster am besten aus dem Weg räume. Zack, weg. So hat man das gerne. Und da unten seht ihr jetzt auch diese Falltür. Ziel des Spiels ist es, dafür den Schlüssel zu finden. Währenddessen noch ein bisschen Gold abräumen. Haha, und jetzt hört er schon den Gong. Ich muss jetzt eigentlich kurz unten die Suppe von meinem Mitwohner umrühren. Aber das hat noch Zeit. Er hat gesagt, ich soll einmal alle, upsala, alle Viertelstunde umrühren. Und jetzt muss ich leider mich von dem Gold verabschieden. Aber dafür sind jetzt alle Monster weg. So. Und jetzt ist das Ziel eigentlich, einfach möglichst schnell alles zu eliminieren. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel ich da zack, zack, zack. Ja. Kurz alles einsammeln und dann geht die Party auch schon weiter. Das Schild ist eigentlich ganz nett. So, einsammeln. Zack. A drücken. Zack, A drücken. Upsala. Da war ich schon ein bisschen zu spät. Ich drücke immer die ganze Zeit Y, deswegen funktioniert das nicht. Naja. Zack, nur Gold. Wo ist der Schlüssel? Da muss doch irgendwo sein. Das kann doch nicht angehen. Das ist doch hier wie eine einzige Frechheit. Naja, hier drin muss es jetzt ja im Grunde sein. Da im allerletzten Block ist der Schlüssel. Last but not least. Und die Tür ist auf und ich bin im nächsten Level. Ich würde sagen, ich spiele einfach direkt weiter. Hab ja gerade einen Lauf. Zwischendrin gehe ich aber ganz kurz umrühren. Ich bin gleich wieder da. Die Nudeln sind umgerührt und jetzt geht das Spiel auch schon weiter. Seid ihr auch schon alle so aufgeregt? Ja, nächstes Level. Ich habe vorhin das erste Level habe ich nicht aufgezeichnet. Ich wollte mich erst einmal kurz einspielen, bevor ich mit euch dann hier ein bisschen unterwegs bin. Und euch nochmal, genau, ein bisschen zu prahlen. TNT, eigentlich ein ganz nices Feature, aber ich habe aktuell leider, ja, nicht so viel Gold, braucht das Gold mehr für anderes. Deswegen, versuche ich es noch ein bisschen zu horten und dann hoffe ich einfach,
Ah ja, jetzt wollte ich noch schon die nächste Bombe legen, dabei habe ich noch gar nicht die doppelten Bomben. Links sieht man immer meine Skills und genau, die macht mich ein bisschen stärker. Da oben ist auch schon der Schlüssel, geil. Es geht ja richtig flott, es könnte ein schnelles Level werden. Ist halt die Frage, immer ein strategischer Zug auch. Sammle ich alles, versuche ich alles Gold zu sammeln oder gehe ich einfach schnell rein, schnell raus? Ja, ist immer auch ein bisschen Geschmackssache, was für ein Spielertyp man ist. Ich muss sagen, ich bin auch einfach manchmal so ein bisschen messy. Können meine Mitbewohner eigentlich auch bestätigen. Manchmal habe ich einfach Bock, Scheiße zu sammeln. So auch hier bei dem Spiel. Und dann kann ich nicht umhin, einfach mal ein bisschen länger zu verweilen in so einem Level. Upsala, hier runter. Oh, scheiße, das war jetzt nicht so ganz geplant. Hä? Da sieht man wieder den Nachteil von einer langsamen Bedienung. Ihr seht vielleicht, dass es dezent spackt. Aber hey, dafür war mein Computer billig. Auch das ist was wert. Gerade in Zeiten von Corona muss man schauen, dass man sein Geld zusammenhält und eben dann vielleicht doch lieber zum billigeren Computer greift und dafür dann vielleicht ein bisschen mehr in Nudeln investiert. Huiuiui, das war knapp. Jetzt sieht man auch schon, ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, wenn man sich länger in dem Spiel aufhält. Zum einen hängt mein Computer dann immer so ein bisschen, und was mich selbst oder was mich oder mein Spielmännchen gefährdet. Das war nicht so geplant. So, jetzt ist der Feuerteufel tot. Zack und weg. Und ich krieg nochmal Gold, so wie es geplant war. Schön Bombe, Bombe und raus. Ja, ist eine richtige Freude, glaube ich, hier zuzuschauen. So geile Auflösung, wie ich hier habe. Ist ein absoluter Traum eigentlich, dieser Computer. Ich habe zwar 12 GB RAM, aber leider habe ich keine Grafikkarte. Deswegen, ja, hat es manchmal ein bisschen, ein bisschen, uiuiui. Muss man sich da extrem aufpassen, damit man hier nicht. Ja, lauf nach vorne, ich zermalme dich. Hehehe. Spast. Dich mache ich kalt. Ich mache ich alle kalt hier. Ich zeig euch noch. Hättet ihr nicht über mich lachen sollen damals. Sie gesagt hat, ich wäre scheiße im Zocken. Scheiß Spastis. Ich bin hier der beste Zocker überhaupt. Mit meinem Hochleistungsrechner zeige ich euch, wo es hingeht. Nice. Nice. Also ihr seht, eigentlich habe ich den Schlüssel schon. Nächstes Goal wäre eigentlich hier, naja, die Dings, aber ich hoffe einfach, dass, ja, und das hat sich ausgezahlt. Da sind nochmal Gold, ein Goldbarren drin, plus 9 Gold. Nice, Level complete. Ihr seht's, ich hab's drauf. Next Level, please, würde ich sagen. Next Level, please. Ich sehe übrigens ein bisschen bleich aus auf dem Bildschirm, sehe ich gerade. Ich würde sagen, choose your reward. Den will ich, genau. Yay, a second game. No one need for fussing them. Okay, jetzt will ich mal ganz kurz mich nochmal aufleveln. Power-ups. Inventory. Weg damit. Ein großer. Zack. Zu sicher Power-Up. Was gibt mir da hier für ein Power-Up? Eine extra Bombe. Ihr seht jetzt hier unten habe ich zwei weitere größere Feuer-Range und mehr Bomben. Eigentlich ganz cool. Eigentlich ganz cool. So. Dann schaue ich mal im nächsten Level vorbei und zeig dir nochmal, wo der Hammer hängt. Go. Nein. Ich spare mein Gold. Denn es gibt immer, ja, was ich brauche. Irgendwann werde ich den Dynamit noch brauchen. Ich sag's euch, denn das Spiel ist. Sieht jetzt vielleicht recht einfach aus, aber ich meine, wir sind bei den Leveln auch noch ganz am Anfang. Das wird alles immer, immer und immer schwieriger. Und irgendwann ist man froh um jede Münze, die man hat.
Und dann muss man auch ein bisschen wirtschaften mit seinen Ressourcen, weil, ja, wie schon gesagt, also irgendwann heißt es aus die Maus und dann auf einmal muss man schauen, wo man sein Zeug herkriegt. So, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie weit mein Feuer ist. So lange geht's also noch, okay. Schlüssel habe ich. Schutzschild habe ich. Schön, dann kann ich jetzt auch mal so ein bisschen rumbomben. Kann ich hier rumbomben. Muss mir keine. Ah ja, ist dann doch auch immer schneller wieder weg, der Schild, als man sich das vielleicht so wünscht. Das ist natürlich immer gefährlich. Ja, aufgrund meiner schnellen Grafikkarte werde ich jetzt darauf verzichten. Wenn man schnell ist, dann ist es teilweise ganz chillig, wenn man auch es kann, sind teilweise die Totenköpfe gar nicht so Totenkopf, sondern manchmal auch echt Heilsbringer, weil man einfach auch schnell sein kann. Aber da braucht man natürlich auch entsprechendes Equipment, über das ich jetzt gerade noch nicht verfüge. Aber wenn es euch Spaß macht, mir zuzuschauen, spendet mir noch einfach. Ich ja, schau, dass ich ein Spendenkonto einrichte. Upsala, das war nicht geplant, das war ungut. Ja, ich bombe jetzt hier drüben erstmal ein bisschen rum. Sam, oder soll sie. Böse Spinne. Nice, dich habe ich zerfetzt. Natürlich immer blöd, ist es, wenn diese Spinnen, die sind extrem schnell. Schneller als ich. Deswegen kann ich nicht so schnell von ihnen wegrennen. Ist bei den Flammen immer entspannter. Die sind relativ träge. Da ist es gar kein Problem, sie wegzulaufen. Aber wenn diese Spinnen, da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen werde ich jetzt auch versuchen, hier ein bisschen strategisch auch zu bomben. Bombe legen. Und jetzt hole ich mir das Schild. Und jetzt. Sauber weg, die erste Spinne. So, und ich, Ehrenmann, töte natürlich alle Spinnen. Von anderen kennt man es ja, sie töten nur, was wirklich getötet werden muss. Aber ich denke mir, für die Nachkommen ist es auch einfach einfacher, wenn die Spinnen schon weg sind. Deswegen schaue ich eigentlich schon immer, dass ich meinen Spielplatz auch clean hinterlasse. Nicht wie die Fixer, die ihre Bombe. Nicht wie die Fixer, die teilweise ihre Spritzen überall liegen lassen und damit eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Ich bin kein Asi. Ich schaue, dass hinter mir sauber ist. Jetzt nochmal ein Schild wünsche ich mir eigentlich. Aber Gold ist auch okay. Dafür mache ich ja den ganzen Spaß eigentlich. So, und jetzt habe ich groß getönt. Jetzt muss ich natürlich auch noch die letzte Spinne eliminieren. Das war jetzt ungünstig. Ich habe ein bisschen zu lang gebraucht, die Auflösung. Ja, schön. Zack. Level complete, würde ich sagen. Okay, ich mache eine kurze Pause. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Ja, einfach nochmal stark werden fürs nächste Match. Ich esse jetzt eine TK-Pizza. Ich glaube, ich werde trinken eine Coca-Cola Maxi. Da gibt es die neuen Flaschen im XXXXXL-Format. Habe ich mir gestern eine geholt. Da sind 5 Liter drin. Ist echt lecker. Für den kleinen Durst zwischendurch. Einfach auch toll. Und dann bin ich auch wieder aktiver, fitter und zusammen mit einer TK-Pizza. Da habe ich am liebsten die Big Pizza von Wagner oder die Steinofen-Pizza. Oder Ofenfrische von Dr. Oetker. Die ist auch echt lecker, echt lecker. Da schaue ich mal, was ich mir gleich reinknall. Und dann gleich geht's weiter und ich zeige euch, wo der Hammer hängt. Bis dann, alles Gute.
Ciao, Fans.